Und ebenso sollten wir darüber gemeinsam sprechen, was Liebe ist. Um den Duft der wahren Liebe zu finden, muss man sich mit der Frage befassen, was Liebe nicht ist. Durch Verneinung, durch Negation kommt man zum Positiven, nicht umgekehrt. Durch Verneinung dessen, was Liebe nicht ist, gelangt man zu dem, was unermesslich ist, was wahre Liebe ist. Liebe ist also nicht Hass, das ist offensichtlich. Liebe ist nicht Eitelkeit, Hochmut. Liebe liegt nicht in den Händen der Macht. Liebe ist nicht Lust. Liebe ist nicht Verlangen. Liebe ist gewiss nicht Denken. Können Sie also dieses alles beiseite lassen? Wenn Sie ehrgeizig und aggressiv sind, wozu Sie ja alle erzogen werden, aggressiv zu sein, erfolgreich, berühmt zu sein, bekannt zu werden, wie kann es dann Liebe geben? Liebe ist also etwas, das man nicht einladen oder kultivieren kann. Sie entsteht auf natürliche, leichte Weise, dann, wenn diese anderen Dinge nicht vorhanden sind. Und während man etwas über sich selbst lernt, stößt man darauf, wo Liebe ist, ist echtes Mitgefühl. Und Mitgefühl hat seine eigene Intelligenz. Das ist die höchste Form von Intelligenz. Nicht die Intelligenz des Denkens. Nicht die Intelligenz listiger Täuschungen und all dem. Nur wenn vollkommene Liebe und echtes Mitgefühl herrschen, dann gibt es jene vorzügliche Intelligenz, die nichts Mechanisches hat.